Moin Moin von der Aquarell. Zur Vorbereitung der Aquarell auf unsere Weltumsegelung haben wir unter anderem alle unsere Borddurchbrüche, Seeventile, Kugelhähne und alles, was damit zusammenhängt, getauscht. Das haben wir selbst gemacht und dabei festgestellt, dass es eigentlich nicht weiter kompliziert ist und durchaus von jedem auch selbst gemacht werden kann. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie wir an die Sache rangegangen sind, wie wir das geplant haben und wie wir es am Ende auch umgesetzt haben. Allerdings müssen wir einmal darauf hinweisen, dass ihr bei diesen Arbeiten sehr, sehr gewissenhaft arbeiten müsst und genau darauf achten müsst, dass ihr euch an die Vorgaben der Hersteller für die Klebe- und Dichtmittel haltet und natürlich auch an die Vorgaben von Tool Design direkt. In diesem Video zeigen wir euch, wie wir es gemacht haben. Bisher hat es funktioniert. Wir sind schon ein paar tausend Meilen damit gesegelt und noch ist das Schiff dicht. Und wir haben auch gar keinen Zweifel daran, dass es auch noch viele Jahre so bleiben wird. Dennoch muss es einmal gesagt werden. Zur Vorbereitung der Arbeiten an eurem Schiff haben wir euch zwei Dokumente erstellt. Das eine ist eine Excel-Tabelle, auf die wir in diesem Video immer wieder zurückkommen, die euch die Planung und Vorbereitung der gesamten Tool-Design-Palette erleichtern soll. Am besten ladet ihr euch dieses Dokument einmal runter, druckt es euch aus und nehmt es mit zu eurem Schiff. Oder ihr ladet es auf euren Laptop und tragt es dann eben digital dort ein. Auf jeden Fall erleichtert es euch die Arbeit ganz erheblich und ich werde immer wieder darauf zurückkommen. Das zweite Dokument ist diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich euch jetzt hier erzähle, einmal auf Papier. Damit ihr nicht, wenn ihr vor eurem Boot steht, immer wieder ein YouTube-Video anmachen müsst, um dann dahin zu scrollen, wo ihr hin wollt, könnt ihr euch die Anleitung einfach runterladen und dann kurz nachlesen. Fangen wir mal an mit den Bedingungen, in denen wir gearbeitet haben. Wir haben mit zwei Personen gearbeitet, Johanna und ich, und haben teilweise noch die Hilfe der Kinder mit dazugenommen. Einfach weil so ein paar Laufjobs da sind, da muss man ins Schiff wieder rein und wieder runter. Und das ist natürlich ganz schön, wenn man nochmal eine Hand mehr hat. Wir haben hier eine Janot Sun Odyssey 45-2 von 2001. Das Teil ist aus GFK gebaut, kein Sandwich oder sonst irgendwas und hat eine Rumpfdicke von etwa 1,5 cm. Wir wissen nicht, wie es mit Stahlrümpfen ist, wir haben damit keine Erfahrung. Genauso wenig wissen wir etwas über Aluminiumrümpfe. Wenn ihr einen Schiffsrumpf dieser Art habt, funktionieren die Arbeiten prinzipiell genauso. Ihr müsst aber bitte einmal nachlesen, ob es da noch etwas zu berücksichtigen gibt, von dem wir jetzt hier keine Ahnung haben. Die Verarbeitungstemperatur oder die Umgebung, in der wir gearbeitet haben, war in Spanien bei etwa 24 bis 28 Grad, Sonne, trocken, kein Regen, niedrige Luftfeuchtigkeit. Prüft bitte ganz genau noch einmal in den Handbüchern eurer Dichtmittel, in welchen Umgebungen ihr dieses Material verarbeiten könnt, damit es dazu keinen Fehlern kommt. Insbesondere, wenn ihr zum Beispiel in der Ostsee im Frühjahr arbeitet und es noch nass und feucht ist. Wir arbeiten für dieses Video und auch für unsere gesamte Reise mit Hansenautik zusammen und wir möchten euch bitten, die Links, die in den Dokumenten vorhanden sind, auch zu benutzen, um den Einkauf bei Hansenautik zu machen. Damit unterstützt ihr uns, dieses Video, unseren Kanal und auch unsere ganze Reise. Wir danken euch auf jeden Fall dafür, dass ihr mit uns kooperiert und fair mit unserem Angebot, das für euch ja kostenlos ist, umgeht. Und jetzt starten wir mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie wir es gemacht haben. Als allererstes ladet ihr euch bitte die Excel-Tabelle runter und druckt sie euch aus. Geht damit zu eurem Schiff und schaut euch einmal genau an, welche Seeventile getauscht werden müssen. Bei uns war es so, dass nicht alle wirklich kaputt aussahen. Im Nachhinein ist aber eine wirklich sehr, sehr gute Idee war, einmal alle Seeventile zu tauschen. Denn es kann einfach sein, dass ihr gar nicht sehen könnt, in welchem Zustand euer Borddurchbruch ist. Und wenn ihr ohnehin schon dabei seid, dann kann es nicht an ein paar hundert Euro liegen, dieses eine Seeventil dann nicht zu machen, weil man meint, es wäre noch gut. Wir empfehlen also, einmal im Ganzen alle Seeventile zu tauschen, wenn man ohnehin schon dabei ist. Am Ende müsst ihr das aber selbst entscheiden. Als erstes schnappt ihr euch ein Edding und beginnt alle eure Seeventile, die getauscht werden sollen, von 1 bis X durchzunummerieren. Schreibt die Nummern auf den Rumpf, ein bisschen weiter weg von dem Seeventil, denn ihr werdet im Bereich des Seeventils später noch arbeiten, nicht, dass ihr dann nachher die Zahl wegschleift oder aus irgendeinem Grund mit Lösungsmittel berührt und dann ist sie weg. Das wäre ziemlich ärgerlich. Außerdem markiert ihr die Position des Kugelhahns, und zwar des Hebels des Kugelhahns, und macht einfach einen Strich und einen Pfeil, sodass ihr wisst, in welche Richtung der abgeht und in welche Richtung der sich dreht. Wenn ihr jetzt feststellt, dass gewisse Hebel sich nicht gut drehen lassen oder irgendwo klemmen, ist das eine gute Gelegenheit, das auch auf den Rumpf mit aufzumalen oder sich irgendwie einen Merker zu machen, damit ihr das in Zukunft besser machen könnt. Wenn ihr mit der Nummerierung aller Seeventile fertig seid, tragt ihr das in die Excel-Tabelle ein, die wir euch mitgeliefert haben. Dazu schreibt ihr auch, welche Funktion die jeweilige Nummer hat, damit es später einfacher ist, das entsprechende Seeventil zu identifizieren und eben auch mit eurem Partner, mit dem ihr quasi die Arbeiten macht, besser zu kommunizieren.
Wenn ihr jetzt ohnehin schon dabei seid, eure Seeventile im Ganzen einmal anzuschauen, könnt ihr auch überlegen, ob ihr Funktionen zusammenlegen könnt. Ob zum Beispiel ein einziges Seeventil übrig bleibt mit einem großen Querschnitt, wo dann die Abwasser von Waschbecken und Toilette reinfließen oder Fäkalientank. Wir haben uns das gespart und einfach die 15 Löcher, die da waren, weiter benutzt. Außerdem solltet ihr den Durchmesser des Schlauches einmal überprüfen. Wir haben bei uns an Bord festgestellt, dass Schläuche verlegt wurden, die nicht zu den jeweiligen Geräten oder Pumpen passten, die dort angeschlossen waren. So hatte zum Beispiel eine unserer Fußpumpen einen zu geringen Schlauchdurchmesser und dadurch war der Wasserfluss einfach nicht optimal und es gab Probleme. Genau das gleiche zum Beispiel auch bei den Kompressoreinheiten für eure Kühlschränke. Wenn der Schlauchdurchmesser nicht passt, braucht ihr mehr Energie und davon haben wir ja alle an Bord nicht genug. Kontrolliert also die Querschnitte und die Qualität bzw. den Zustand eurer Schläuche. Nehmt die Schläuche ab und legt sie erstmal beiseite. Kleiner Tipp zum Demontieren der Schläuche. Mit einem Heißluftföhn oder einem Föhn könnt ihr den Schlauch erwärmen und leicht abdrehen und dann solltet ihr auch Erfolg haben. Im schlimmsten Fall einfach abschneiden. Im nächsten Schritt schreibt ihr auf, welchen Querschnitt ihr für euren Borddurchbruch braucht. Der Borddurchbruch ist also der äußerste Teil, der durch das Loch im Rumpf geht und auf den später nachher der Kugelhahn aufgedreht wird. Ihr könnt im noch montierten Zustand den fraglichen Querschnitt messen, indem ihr mit einer Schiebelehre das Gewinde messt, das durch den Rumpf durchkommt. Da ist eine Mutter drauf gedreht, dann seht ihr das Gewinde und da ist der Kugelhahn aufgeschraubt. Wenn ihr an diesem Gewinde messt, habt ihr den Durchmesser eures Borddurchbruches, eures Loches im Rumpf. Diesen Wert notiert ihr ebenfalls in eure Excel-Tabelle, die wir euch mitgeliefert haben. Es kann sein, dass ihr nicht an diesen Wert herankommt, weil alles so kompakt und eng gebaut ist. Dann müsst ihr diesen Schritt etwas später machen, nämlich nach der Demontage der Borddurchbrüche selbst. Das kommt etwas später in diesem Video. Der nächste Schritt ist die Bestimmung des passenden Kugelhahns für euren Borddurchbruch. Die True Design Borddurchbrüche werden alle in Zoll angegeben. Wir haben euch in der Tabelle auf einem der Folgeseiten eine Zeichnung beigefügt, an der ihr erkennen könnt, wie viel Zentimeter euer Loch im Rumpf hat und welcher der jeweils passende True Design Borddurchbruch ist und dann aber in Zoll angegeben. Und genau dieses Zollmaß, sagen wir mal 1,5 Zoll, nehmt ihr dann auch als Kugelhahn, sodass es dem dazu passt. Auch das notiert ihr einmal in eurer Excel-Tabelle. Als nächstes notiert ihr den Innendurchmesser des Schlauches, der an dieses Seeventil angeschlossen werden soll, ebenfalls in der Tabelle. Nochmal ein kurzer Hinweis. Ihr habt in diesem Moment ja schon geprüft, ob der Innendurchmesser des Schlauches der richtige ist und könnt jetzt also mit Sicherheit hier die richtige Zahl eintragen. Im letzten Schritt wählt ihr das passende Schlauchfitting aus, das auf euren Kugelhahn geschraubt werden soll. Auf der Kugelhahnseite rechnet True Design mit imperialem Maß, also in Zoll. Auf der Schlauchseite in Millimeter, also im metrischen Maß. Ihr nehmt das passende Fitting, in unserem Beispiel bleibend, 1,5 Zoll auf der Kugelhahnseite und schaut, welchen Schlauchquerschnitt ihr in Millimeter auf der anderen Seite habt und notiert diese Zahl auf eure Excel-Tabelle. Das ergibt das richtige Schlauchfitting für euer Seeventil. Es kann sein, dass es für euren Schlauchquerschnitt kein passendes Fitting gibt. Das führt zu Problemen, die wir im nächsten Schritt betrachten müssen. Wenn der Schlauchquerschnitt, der auf euer Seeventil gesteckt werden soll, zu groß ist und ein Reduzierstück hier keine Option ist, dann müsst ihr überlegen, ob ihr eventuell den Borddurchbruch vergrößert. Das ist bei uns tatsächlich der Fall gewesen, weil auf unserem Schiff ein Loch im Rumpf war, für das es von True Design keinen Borddurchbruch gab und auch der Schlauch so nicht passte. Dann muss der Borddurchbruch vergrößert werden, um den passenden True Design Borddurchbruch einzusetzen. Schaut also in eurem Boot genau, was eure Optionen sind und wie ihr hier handeln müsst. Entsprechende Reduktionsstücke für Schläuche findet ihr auch im Angebot von True Design. Bei den Schlauchfittingen habt ihr die Auswahl zwischen gerade verlaufenden Schlauchfittingen, 120 Grad gebogenen Schlauchfittingen und 90 Grad gebogenen Schlauchfittingen. Ihr müsst entscheiden, welches Schlauchfitting zu eurer Einbausituation passt. Wir mussten feststellen, dass der gesamte Aufbau der Seeventile mit den Borddurchbrüchen und dem Fitting erheblich größer ist als das, was wir von der vorher montierten Bronzevariante kannten. Dementsprechend passten bei uns teilweise die 90 Grad und 120 Grad Bögen nicht und wir mussten andere Lösungen finden. Denkt daran, wenn ihr euren Aufbau anschaut und schaut nach, ob ihr genug Aufbauhöhe habt vom Rumpf bis zu den Bauteilen, die sich dann darüber befinden. Da ihr jetzt genau wisst, welche Borddurchbrüche ihr wo verbauen wollt,
müsst ihr abschließend noch festlegen, welcher Borddurchbruch dafür zuständig ist, Salzwasser aus dem Meer anzusaugen. Ansaugende Öffnungen sollten mit einem Sieb versehen werden. TuDesign bietet euch zwei verschiedene Varianten. Einmal die längliche Form mit den geschlitzten Öffnungen und einmal die runde Form mit den runden Löchern. Die längliche Form mit den geschlitzten Öffnungen ist für Boote gedacht, die Wasser ansaugen, wenn sie sich in Bewegung befinden. Es gibt drei verschiedene Größenvarianten, die verschiedene Borddurchbruchgrößen abdecken. Alles weitere dazu findet ihr auf unserer Excel-Tabelle. Sucht euch die passenden Filter aus und tragt sie mit in eure Excel-Tabelle ein. Das runde Sieb ist für Situationen gedacht, wo Wasser in stationärer Verwendung angesaugt wird. Wir haben tatsächlich bei uns an Bord ausschließlich die längst geschlitzten Seeventile verwendet. Wenn eure Tabelle jetzt vollständig ausgefüllt ist, könnt ihr diese Tabelle nutzen, um zu Hause im Webshop von Hanse Nautic eure Bestellung abzugeben. Alle erforderlichen Daten stehen jetzt zusammengefasst auf eurer Tabelle und sollten euch das Bestellen sehr, sehr einfach machen. Bedenkt beim Bestellen auch, dass es noch Hilfsmittel gibt, die euch die Montage erleichtern können. Zum Beispiel die Montageschlüssel für die Seeventile oder eben auch die Halterung für die Borddurchbrüche selbst, mit denen es auch möglich ist, einen Borddurchbruch alleine zu montieren. Wir empfehlen allerdings die Montage zu zweit. Das macht das Leben erheblich einfacher. Nutzt zur Abgabe der Bestellung bei Hanse Nautic bitte einen der Links aus der Excel-Tabelle und unterstützt dadurch unseren Kanal, dieses Video und vor allem dieses kostenlose Angebot für euch. Als Vorbereitung der eigentlichen Demontage der alten Seeventile und der Montage der neuen Seeventile haben wir euch eine Liste der erforderlichen Werkzeuge erstellt, die ihr, während das Paket von Hanse Nautic auf dem Weg zu euch ist, schon mal bereitlegen könnt. Und zwar benötigt ihr einen Winkelschleifer mit einer Schrubbschreibe zum Bearbeiten der metallischen Seeventilpilze von außen, um die vorsichtig ab- und auftrennen zu können. Ihr braucht Schneidwerkzeuge, wie zum Beispiel ein Cuttermesser und einen möglichst sehr scharfen Stechbeitel. Ein Hebelwerkzeug wie eine Stange mit ungefähr 1 bis 1,5 cm Durchmesser kann auch nicht schaden, um das Seeventil später leicht hebeln zu können. Ihr braucht einen Hammer, einen Holzklotz, mit dem ihr die Seeventile nach innen schlagen könnt und Schleifgeräte. Wir hatten einen Exzenter und einen Delta-Schleifer mit 120er und 240er Schleifpapier. Zum Reinigen der Seeventile und der Borddurchbrüche selbst braucht ihr mehrere Rollen Küchenpapier, Aceton und Gummihandschuhe. Falls ihr die Schläuche noch nicht demontiert habt, benötigt ihr zur Demontage der Schläuche einen Heißluftföhn oder einen Föhn und einen Schraubendreher oder entsprechendes Werkzeug zum Öffnen der Schlauchschellen. Für das spätere Verkleben der Seeventile braucht ihr eine Kartuschenpresse, wieder größere Mengen Küchenpapier und Aceton zum Reinigen der verschmierten Flächen. Außerdem kann es nicht schaden, Kreppband dabei zu haben, um den Arbeitsbereich sauber zu halten. Ihr solltet auf jeden Fall auch eine Rolle gut klebendes Tape dabei haben, um Seeventile gegebenenfalls am Ort zu halten oder kurzzeitig zu befestigen. Ihr müsst an eurem Rumpf schleifen und vielleicht auch sägen. Dementsprechend ist es sehr wichtig, dass ihr euch schützt. Und zwar braucht ihr Atemschutz, Gehörschutz und auch entsprechende Schutzkleidung. Wir kommen zum zweiten Arbeitsschritt, der Demontage eurer alten Seeventile. Als erstes nehmt ihr euren Winkelschleifer und die Schrubbscheibe und beginnt, den metallischen Pilz eures Borddurchbruches in Richtung des Rumpfes immer dünner zu schleifen. Arbeitet dabei besonders vorsichtig und sorgsam und versucht, den Pilz gleichmäßig, sozusagen kreisförmig, immer dünner zu machen. An einem bestimmten Punkt werdet ihr sehen, dass sich ein Ring abzeigt. Das ist der innere Teil der Röhre, der hinter diesem Pilz liegt. Sobald ihr diesen Ring auch nur ansatzweise sehen könnt, seid ihr sehr nah am Rumpf eures Schiffes angekommen. Ihr müsst jetzt sehr vorsichtig sein, um das GFK des Rumpfes nicht zu beschädigen. In dieser Situation wird auch das erste Dichtmittel flüssig und aus diesem Ring austreten. Dieses flüssige Dichtmittel machen wir uns zunutze, um das Seeventil noch leichter aus dem Rumpf drücken zu können. Arbeitet also zügig weiter, aber mit größter Vorsicht. Sobald der äußere Pilz abgefallen ist, könnt ihr das Seeventil nach innen drücken. Solange das Dichtmittel noch flüssig ist, ist es besonders leicht. Also nutzt diese Gelegenheit und beginnt mit einem Holzklotz oder der Metallstange leicht zu hebeln und mit dem Holzklotz
nach innen zu klopfen. Falls ihr jemanden habt, der euch hilft, bittet ihn in diesem Augenblick nach innen zu ziehen und so das Seeventil aus dem Rumpf herauszuholen. Bei uns ging das ziemlich einfach und war tatsächlich mit ein oder zwei Schlägen erledigt. Sobald ihr den alten Borddurchbruch entfernt habt, müssen auch die verbliebenen Dichtmittelrückstände entfernt werden. Nutzt dazu euren Cutter oder den Stechbeitel. Wenn das Gröbste weg ist, nehmt ihr 80er Schleifpapier oder 120er Schleifpapier und entfernt damit die feinen Rückstände. Es hilft an dieser Stelle, den neuen True Design Borddurchbruch in das Loch zu stecken, um mit einem Bleistift einmal den Umkreis von außen anzuzeichnen. Dann wisst ihr genau, wo ihr schleifen müsst und wie viel ihr entfernen müsst. Entfernt nicht zu viel, damit euer Antifouling und vor allem eure Epoxidharz-Schutzbeschichtung auf dem GFK vorhanden bleibt. Achtet aber auch darauf, dass dort, wo später das Dichtmittel aufgetragen wird, auf gar keinen Fall mehr Antifouling oder sonst eine Beschichtung vorhanden ist. Wenn ihr die äußere Fläche eures Rumpfes und auch die Innenfläche des Loches vollständig gereinigt habt, nehmt ihr eins der Küchentücher mit Aceton und reinigt und entfettet den Bereich, auf dem später geklebt werden soll. Vergesst nicht, jetzt auch die Nummerierung, die ihr in eurer Excel-Tabelle aufgeschrieben habt, auch außen auf den Rumpf raufzuschreiben, damit die Kommunikation zwischen euch und eurem Partner bei der Montage einfacher wird. Im Innenbereich eures Rumpfes werdet ihr ebenfalls Dichtmittelrückstände finden. Außerdem kann es sein, dass ihr hier eine nicht ganz so ebene Fläche vorfindet wie außen am Rumpf. Bei uns war es so, dass die Seeventile offensichtlich montiert wurden, als das GFK noch nicht hundertprozentig getrocknet war, also irgendwo im frühen Stadium des Bootsbauprozesses. Dadurch hatten sich Wellen und Eindrücke ergeben im GFK, die wir erst planschleifen mussten, damit das spätere True Design Seeventil auch ordentlich passt und sich flächig andrücken kann. Achtet darauf, dass der Bereich rings um das Loch auch von innen hundertprozentig sauber ist und vor allem auch plan, damit das Seeventil fest zusammengepresst und zusammengeschraubt werden kann. Wenn ihr mit dem Schleifen im Innenbereich fertig seid, reinigt ihr auch diesen Bereich mit Aceton und sorgt dafür, dass es damit entfettet und absolut sauber ist. Kommen wir also zum dritten Arbeitsschritt der Montage der True Design Bauteile. Dieser Arbeitsschritt unterteilt sich in zwei Teile, das Einpassen und Ausprobieren und das eigentliche Einsetzen und feste Montieren der Bauteile. Das Einpassen ist notwendig, weil hier zunächst geschaut werden muss, ob die True-Design-Bauteile so wie geplant auch wirklich passen. Dafür setzt ihr den Borddurchbruch in das Loch ein und kontert ihn mit der dazugehörigen Schraube. Danach setzt ihr den Kugelhahn auf und schaut, ob ihr den Kugelhahn frei aufdrehen könnt oder ob zum Beispiel der Hebel an irgendeiner Stelle, an irgendeinem Schlauch oder an einem anderen Bauteil keinen Platz findet, um aufgedreht zu werden. Ihr könnt den Griff des Kugelhahns abschrauben. Dafür löst ihr die kleine Plastikkappe in der Mitte der Drehachse des Kugelhahns und dreht die Schraube raus. Dann könnt ihr den Griff abziehen und habt mehr Platz für die Montage. Wenn der Kugelhahn aufgedreht ist, dreht ihr ihn bis zum Anschlag und setzt danach das von euch geplante Fitting ein. Wenn alles gut läuft, sollte das keine Probleme gemacht haben und ihr könnt jetzt den Schlauch provisorisch aufsetzen. Das macht ihr an allen Löchern in diesem Arbeitsbereich und setzt alle Schläuche provisorisch auf. Achtet darauf, dass jetzt auch die Griffe der Kugelhähne so gedreht sind, wie ihr es braucht oder wie es vorher gewesen ist. Nutzt dazu die Zeichnungen, die ihr vorher auf euren Rumpf aufgebracht habt. Achtet auch darauf, dass ihr die richtigen Kugelhähne und die richtigen Borddurchbrüche in die richtigen Löcher eingesetzt habt. Nutzt dazu die Nummerierung, die ihr aus eurer Excel-Tabelle bzw. von eurem Rumpf ablesen könnt. Ihr habt nun alle diese Borddurchbrüche eingesetzt, um festzustellen, ob alle Schläuche so laufen, wie sie laufen sollen und auch genug Platz für alle Bauteile vorhanden ist. Falls dem nicht so ist, ist jetzt die Zeit, es so zu korrigieren, wie ihr es benötigt. Wenn alles passt, seid ihr mit der Vorbereitung fertig. Noch einmal eine Zusammenfassung. Das, worauf es jetzt in diesem Arbeitsschritt ankommt, ist, dass der Hebel des Kugelhahns in die richtige Richtung orientiert ist, dass er sich frei und problemlos drehen lässt und nirgendwo anstößt und ihr auch im Segelbetrieb gut rankommen könnt, dass die Schläuche knick- und druckfrei verlaufen können und nicht irgendwo hingequetscht werden müssen und dass der gesamte Aufbau der True Design Borddurchbrüche keinerlei Spannung oder Druck ausgesetzt ist. Sollte aus irgendeinem Grund auf euren Borddurchbruch getreten werden können, weil das bei euch baulich nun so ist, solltet ihr überlegen, ob ein Verstärkungskragen montiert werden soll. True Design bietet für diese Situation spezielle Kragen,
die jetzt aufgeschraubt werden müssen. Das müsst ihr tun, bevor ihr zur Endmontage übergeht. Danach habt ihr keine Gelegenheit mehr dazu. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in unserer Excel-Tabelle. Bevor ihr jetzt alles wieder demontiert, ist noch ein letzter Schritt wichtig. Notiert auf der Außenseite eures Rumpfes die exakte Position des Borddurchbruches, indem ihr einen Strich auf dem Borddurchbruch macht, der auf euren Rumpf übergeht. Der Hintergrund ist folgender. Ihr habt von innen den Kugelhahn bis zum Anschlag auf dem Borddurchbruch aufgeschraubt und damit die Position festgelegt, in der der Kugelhahn später sein soll. Es ist also wichtig, dass der Kugelhahn sich jetzt nicht mehr verdreht und auch der Borddurchbruch in exakt dieser Position bei der Endmontage wieder eingesetzt wird. Wenn ihr all diese Schritte beachtet habt, können jetzt alle Bauteile wieder demontiert und für die Montage vorbereitet werden. Zum zweiten Teil, zum Einsetzen und zur Endmontage der True Design Borddurchbrüche. In diesem Arbeitsabschnitt muss sehr gewissenhaft und vorsichtig gearbeitet werden und es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr die Untergründe sauber haltet und lieber einmal mehr als einmal zu wenig reinigt. Nutzt dazu Küchenpapier und Aceton und tragt auf jeden Fall Schutzkleidung, denn das Aceton ist ziemlich fieses Zeug. Wir beginnen mit der Montage des Borddurchbruches von außen. Bevor gearbeitet werden kann, ist darauf zu achten, dass der Borddurchbruch selbst mit Aceton gut und hundertprozentig gereinigt und entfettet wurde. Das gilt für die Kontaktflächen des Pilzes, der sich später an den Rumpf rangedrückt wird, wie natürlich auch für das Gewinde. Auf der Rumpfseite muss jetzt auch sichergestellt werden, dass der Rumpf selbst und das Loch im Rumpf entfettet und mit Aceton gereinigt wurde. Nehmt jetzt Dichtmittel und arbeitet am besten zu zweit. Bringt das Dichtmittel in die Ecke zwischen dem Pilzkopf und dem Gewinde. Nehmt auf jeden Fall genug Dichtmittel, damit dieses ringsum austritt und später nicht ein Bereich frei bleibt. Denn an dieser Stelle könnt ihr euch nicht sicher sein, dass ihr genug Dichtmittel eingebracht habt. Achtet darauf, dass ihr das Dichtmittel nicht zu weit oder am besten gar nicht auf das Gewinde aufbringt, denn das wird euch das Leben von innen nachher erheblich erschweren und kann dazu führen, dass ihr die Schraube von innen nachher nicht mehr festziehen könnt. Achtet beim Einsetzen darauf, dass der Borddurchbruch genau richtig eingesetzt ist und die beiden Linien auf eurem Borddurchbruch und dem Rumpf genau zueinander passen. Ab diesem Moment darf der Borddurchbruch nicht mehr bewegt werden. Ihr könnt dafür das von True Design angebotene Haltewerkzeug benutzen. Wir empfehlen euch dringend, dieses Werkzeug mitzubestellen und es in diesem Moment auch wirklich einzubringen, denn so könnt ihr die Position des Borddurchbruches fixieren. Die zweite Person geht nun nach innen, nimmt die Kontermutter und die Konterscheibe, legt erst die Scheibe auf und dreht die Kontermutter fest an. Handwarm ist in diesem Fall ausreichend. Das Festziehen erfolgt jetzt erst nach 24 Stunden. Nach Ablauf von 24 Stunden muss die Schraube von innen eine halbe Umdrehung nachgezogen werden. Es kann helfen, sich die ursprüngliche Position der Schraube einmal zu markieren, um genau zu wissen, wie weit man schon gedreht hat. Es ist wichtig, dass in diesem Augenblick der Borddurchbruch von außen von der Hilfsperson ebenfalls fixiert wird, um ein Verdrehen absolut zu vermeiden. Für den nächsten Arbeitsschritt ist es wichtig, dass alle Gewinde, Innen- und Außengewinde der Borddurchbrüche, Kugelhähne und Schlauchfittinge sorgfältig mit Aceton gereinigt werden. Es macht jetzt wirklich Sinn, sich seinen Arbeitsbereich gut vorzubereiten, das Dichtmittel und die passenden Bauteile zu den jeweiligen Rumpfdurchbrüchen bereitzulegen. Nutzt dazu die Nummerierung und die gute Planung aus der Excel-Tabelle. Ab jetzt solltet ihr wirklich zu zweit arbeiten, um euch das Leben erheblich zu erleichtern. Eine Person ist dafür zuständig, das passende Bauteil anzureichen und gereinigt vorzubereiten. Und die andere Person sollte das Dichtmittel auftragen. Im nächsten Arbeitsschritt muss das Dichtmittel auf das Gewinde des Borddurchbruches aufgetragen werden. Dabei ist es natürlich wichtig, dass es gut ringsherum verteilt ist und dabei keine freien Bereiche übrig bleiben. Der Bereich rings um den Borddurchbruch ist allerdings schwer zu erreichen, sodass es sein kann, dass ihr das nicht mit der Kartuschenpresse direkt erledigen könnt. Wir haben es bei uns so gelöst, dass wir etwas Dichtmittel auf den Handschuh aufgetragen haben und dann mit dem Finger üppig ringsrum verstrichen haben. Achtet aber darauf, dass ihr die richtige Menge an Dichtmittel nutzt und nicht zu viel und nicht zu wenig aufbringt. Wenn zu viel Dichtmittel aufgetragen wird, kann es sein, dass das Dichtmittel nach innen in den Innenbereich des Kugelhahnes gelangt. Das würde dazu führen, dass sich dort später ein Klops mit Dichtmittel bildet, der zu Problemen führen kann.
Wir haben das in einem Fall tatsächlich hinbekommen und deswegen weisen wir darauf noch einmal hin. Wenn das Dichtmittel aufgetragen ist, nehmt ihr den Kugelhahn und schraubt ihn bis zum Anschlag auf den Borddurchbruch. Da ihr gut vorbereitet seid, wird der Kugelhahn nun in der Position stehen bleiben, in der ihr ihn haben wolltet. Überprüft dennoch, ob die Position des Kugelhahnes, insbesondere des Hebels, richtig ist und ob ihr den Hebel frei bewegen könnt. Wenn am unteren Ende des Gewindes jetzt Dichtmittel ausgetreten ist, ist das ein gutes Zeichen, dass ihr eine ausreichende Menge Dichtmittel verwendet habt. Als nächstes kann direkt das richtige Schlauchfitting aufgeschraubt werden. Zum einen ist hier wieder darauf zu achten, dass das Gewinde entfettet und gereinigt ist. Zum anderen achtet darauf, dass ihr jetzt das richtige Schlauchfitting aufschraubt und nutzt dazu noch einmal die Nummerierung aus eurer Excel-Tabelle. Das Dichtmittel wird, wie gerade eben auch schon beim Borddurchbruch, auf das Gewinde des Fittings aufgebracht und dann kann das Fitting in den Borddurchbruch eingeschraubt werden. Wenn ihr ein gebogenes Schlauchfitting verwendet habt, ist jetzt darauf zu achten, dass die Ausrichtung des Schlauchfittings genau zu eurem Plan passt. Um ganz sicher zu gehen, kann es hilfreich sein, den Schlauch in dieser Situation bei noch flüssigem Klebstoff provisorisch auf das Fitting zu stecken und damit die richtige Orientierung zu überprüfen und vor allem auch zu gewährleisten. Die Endmontage der Schläuche erfolgt dann 24 Stunden nach dem Aufschrauben der Fittinge, wenn das Dichtmittel vollständig ausgehärtet ist. Nun, da ihr alle eure Borddurchbrüche, Kugelhähne und Schlauchfittinge montiert habt, ist es an der Zeit, das letzte Bauteil anzubringen. Und zwar die Siebe, die von außen vor die Borddurchbrüche montiert werden, die Salzwasser ansaugen. Die Siebe werden geklebt und geschraubt. Die Schrauben werden nicht von TrueDesign mitgeliefert und hängen von eurer Rumpfdicke ab. Wir haben tatsächlich Schrauben verwendet und damit die Siebe im Rumpf befestigt und sie zusätzlich auch angeklebt. Ich vermute aber, dass es auch ausreichen würde, sie nur zu kleben. Was ihr am Ende macht, hängt von euch ab. Wir haben unsere Siebe von innen und von außen vorher mit Anti-Fouling bestrichen, um sie länger vor Bewuchs zu schützen. Wir haben festgestellt, dass bei der Demontage der alten Siebe, die an unserem Schiff angebracht gewesen sind, diese von innen extrem bewachsen, sogar so dick bewachsen waren, dass kein Wasser mehr angesaugt werden konnte. Von daher denke ich jetzt, dass diese Siebe ein Wartungsteil sind, das hin und wieder demontiert werden muss, um von innen gereinigt zu werden. Die Montage der Siebe ist relativ einfach. Ihr richtet sie entsprechend der Fahrtrichtung aus, bohrt eure Löcher leicht an und bringt Dichtmittel in die späteren Schraubenlöcher ein. Dann setzt ihr das Sieb auf und setzt die Schrauben ein. Nach diesem letzten Schritt seid ihr mit der Montage eurer TrueDesign, Borddurchbrüche, Kugelhähne und Fittinge fertig. Wir hoffen sehr, dass euch diese Anleitung gefallen hat und ihr gut durch diesen Arbeitsablauf gekommen seid. Wir danken euch dafür, dass ihr unsere Tabelle und unsere Anleitung benutzt habt und vor allem auch unseren Link über Hansenautik genutzt habt und damit unseren Kanal, unsere Reise und uns unterstützt. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne unten in den Kommentar und wir werden sehen, ob wir euch da noch weiterhelfen können. Außerdem könnt ihr gerne Mitglied unserer digitalen Crew werden, wenn ihr noch mehr Infos über uns und unsere Reise haben möchtet. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg mit euren Projekten an eurem Boot.